Ja, ich befinde mich hier gerade in Sögel, ziemlich genau im Ortskern am Heimathof. Und hier kam es bereits am Dienstagabend zu einer Ausschreitung zwischen einem 17- und einem 19-Jährigen. Ja, in diesem Konflikt hat wohl der 19-Jährige mit einem bisher noch nicht feststehenden Gegenstand auf den Kopf des 17-Jährigen eingeschlagen, woraufhin dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Inzwischen ist er laut Polizeiinformationen schon wieder über dem Berg. Das Motiv für die Tat ist bisher noch nicht geklärt, könnte es aber bald sein, denn der 19-Jährige ist bereits festgenommen worden und wird noch heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.